Und da sind wir auch schon wieder mit Folge 45 Flatter 2. Wir haben im letzten Rennen hauptsächlich Punkte gesammelt, auf Platz 1 vorgefahren, nur ein Slam eingeräumt, aber dafür maximale Punktzahlen. Damit haben wir jetzt 4 Punkte Vorsprung auf Jason Walker. Und auf ins vorletzte Rennen dieses Cups, dann ist er auch hoffentlich mit Gold beendet. Gleich mal ein Auffahrunfall direkt beim Start. Oh, hier waren noch Reifen. Hier müsste auch noch ein Reifenstapel sein, aber den nehmen die jetzt mit, genau. Komme ich nicht dran. Ein Slam habe ich schon. Den zweiten auch. Damit habe ich schon mal mehr gesammelt als in dem letzten Rennen. Ups. Ach. Treffe ich den Reifenstapel nicht, weil ich noch Nitro gegeben habe und da hat es mir ganz schön den Wagen verzogen. Zu viel Energie. Au. Au, au, au. Durchs Fliegen gewinnt es auch nochmal Nitro. Daher nochmal kurz vorher reinhauen. Ja, und die Wand muss ich auch nochmal reinhauen. Und Flug. Nicht so gut gelandet, nämlich in der Ecke. Nur Volltreffer, den hat es nicht rausgehauen, okay. Oh, jetzt muss ich zusehen, denn die Runde war erfahrungsgemäß in den letzten Rennen nicht allzu lang, als dass ich von ganz hinten wieder nach vorne fahren könnte. Und deswegen war es das jetzt mit diesem Volltreffer nochmal. Mit dem Gecrasher und jetzt geht es nur noch nach vorne. Ich glaube, die sind schon wieder vorne rum. Yep, von daher muss ich mich jetzt ranhalten, denn es sind nur noch anderthalb Runden. Denn sonst schaffe ich das nicht mehr. Wo fahre ich denn eigentlich lang? Ach, jetzt komme ich wieder schlecht raus. So ein Mist aber auch. Na, na, na. Scheiße. Ich wollte doch einfach nur nach vorne. Und nicht querfeldein. Ach, hier fliege ich bestimmt wieder. Scheiße, ja. Ich bin nämlich schief auf die Rampe gekommen. Mist. So wird das nichts mit dem nach vorne kommen. Aber der Wagen ist auch ziemlich schwierig unter Kontrolle zu halten. Der hat zwar ordentlich Power. Aber das ist leider nicht alles. Das Gesamtpaket muss einfach stimmen. Was bringt mein Wagen, der einfach extrem schnell ist, aber den ich nicht wirklich kontrollieren kann? Ah, jetzt drehe ich mich hier schon wieder. Ah, hier stehen sie gut. Das bringt mir ein paar Plätze. Wichtig, wichtig. Und Sally Taylor auf Platz 1, das gefällt mir auch noch. Denn die liegt weit genug hinter mir, als dass sie mir gefährlich werden könnte. Deswegen fahre ich jetzt mal hier oben lang, denn unten habe ich bisher kein Glück gehabt. Immer irgendwie blöd hängen geblieben. Jetzt hätte ich eigentlich Sally Taylor nicht abräumen sollen. Dann hätte die noch den Platz zwischen mir und Benton Martinez Walker eingenommen. Denen wieder Punkte abgenommen. Aber naja, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, an diese Taktik. Und ich bin wieder auf Platz 1. Von daher kann ich das letzte Rennen etwas gemütlicher angehen. Denn ich hatte ja gerade eben schon einen guten Vorsprung auf meine Verfolger. Schnellste Rundenrunde habe ich wieder. Und hier noch drei Auszeichnungen und ganze 8 Punkte Vorsprung. Ich glaube nicht, dass die mir den Platz noch streitig machen können. 4 Runden auf der Strecke, wo der Stein ganz oben vom Berg runter kullert. Vielleicht sehen wir es mal. Ich glaube, wir haben es noch gar nicht gesehen in diesem Let's Play. Diese gescriptete Phase. Mal schauen. Aber erstmal kommt hier links irgendwo ein Reifenstapel. Den will ich doch gerne mitnehmen. Und den Jack auch noch. Jetzt hänge ich hier aber blöd. Noch ein Reifenstapel. So, lasst mich vor. Ich will nämlich die Szene einfach mal auf Video haben. Zumindest bewusst. Na? Sehe ich, sehe ich's? Ja, da oben hat es gerade gekracht. Haben wir leider nicht ganz gesehen. Jetzt kommen die Steine hier runtergekollert. Schnell vorbei. Wow. Schnell vorbei und schnell in die Wand rein. Aber ich kann mich in diesem Rennen ja sowieso etwas auslassen, denn ich habe ja 8 Punkte Vorsprung. Ich weiß gar nicht mehr auf welchen Fahrer. Von daher sage ich mir einfach mal. Vorletzter werden und dann können sie mir einfach gar nichts. Und bestenfalls kann ich das sogar selbst erledigen, indem ich ein Fahrzeug crashe. Also richtig zu Schrott fahre. Das Heck sieht schon wieder aus.
Richtig verzogen und verbeult. Oh. Da ist Martinez. Vorbei. Ein Slam soll es noch sein. Habe ich mir jetzt mehr von ausgemalt. Chick Benton nimmt natürlich den Stein wieder mit. Dieser alte Steinsammler. Ist aus seiner Jugend einfach nicht losgeworden. Bis ins hohe Alter begleitet ihn diese Sammelsucht nach Steinen. Ups. Kein schönes Geräusch, dieses an der Leitplanke kratzen. Vor allen Dingen für den Lack. Aber der sieht ja sowieso nicht mehr gut aus bei mir. Über den Lack muss ich mir gar keine Sorgen machen, denn die Karosserie ist schon ordentlich verbogen. Verbeult, verzogen. Oh, schon die vorletzte Runde. Da kann ich erstmal rechts ranfahren, um die mal vorbeikommen zu lassen, denn ich kann es mir ja erlauben. Was macht denn der Jack da hinten? Fliegt der herum? Das vordere linke Rad sieht aber gar nicht mehr gesund aus bei mir. Das eiert schon kräftig. Oh, jetzt fährt die da innen lang. Die spinnt ja wohl. Na? Ich fahre hier ohne Gas entlang. Ich rolle nur. Ja, was war das denn für ein kläglicher Versuch, Martinez? Oh, jetzt hängt die da wieder, ey. Die vermeiden doch jeglichen Kontakt mit mir. Ah, ich dachte, ich komme da noch gerade so vorbei, aber nö. Aber dafür habe ich sie jetzt wieder vor mir. Ein Slam. Das sind wieder 100 Credits. Jetzt qualmt der Wagen schon, der sieht auch schon richtig mitgenommen aus. So, genug gecrashed. Jetzt will ich mir aber auch Platz 1 holen. Noch ein Slam. Und Martinez hat es ordentlich zur Seite geschossen. Damit hat die Gute nicht gerechnet. Und im Ziel Platz 1 mal wieder. Den Vorsprung sogar noch weiter ausgebaut. Schnellste Rennrunde bleibt mir nicht übrig. Die hat der vorletzte Platz eingestrichen. Habe jetzt gar nicht auf den Namen geguckt. Dafür aber 13 Punkte Vorsprung und 4 Rennsiege eingefahren. Und auch diesen Cup mit Gold. Gleich mal wieder ins Auto pumpen. So. Im Chassis hatte ich ja vorhin so einen Mist gemacht. Hier, genau. Das noch. Komm, immer rein damit. Auch noch. Sind bloß 600. Für mehr wird es wahrscheinlich gar nicht mehr reichen, denn für so wenig Geld bekomme ich doch einfach gar nichts mehr. Auspuff. Ne, da fehlen mir 700. Dann mal weiter im Programm. So, hier alles Platz 1. Hier sind noch zwei zweite Plätze und das war's dann auch schon mit dieser Klasse wieder. Und dann könnten wir uns ans große Finale wagen. Ans richtig große Finale. Das ist ja schon ein Finale für mich hier. 4 Rennen und was kommt? Eine Kanalstrecke und dann kommt Feld. Auf der Feldstrecke werde ich den Canyon nehmen. Ah, hier sind es bloß 2 Runden, also jetzt aufgepasst. Das kann ganz schnell vorbei sein und die hat einfach eine bessere Beschleunigung. Ich habe den Start wieder verpeilt. Ey, aufpassen, lass mir noch auch was übrig. Gieriges Luder, du. Ah, jetzt habe ich das Schaufenster gar nicht gesehen. Oder viel zu spät gesehen, als dass ich es hätte noch mitnehmen können. Oh, hier kommt ein Karton an und ein Fahrzeug. Ich glaube, es war Martinez. Und jetzt ab in meine Schaufenster hier. Gehst du weg? Ah, schade. Habe ich leider nicht alles abgeräumt und das Schaufenster auch noch verpasst. Ach, hier ist noch eins. Meine. Nitro en masse. Ich kann es ja gar nicht richtig ausgeben. Hier kommt jetzt gleich schon die nächste Linkskurve und da war das schon wieder das Rennen vorbei, denn es ist nur noch die letzte Runde, die ich jetzt fahren muss. Au. Gucken, ob hier noch irgendwas steht. Ja, die paar Streben hier, die bringen mir gar nichts. Da fahre ich doch lieber auf Platz 1 vor. Kurve kriegen. Jetzt kommt nämlich noch ein Sprung. Ich verliere erstmal Heckklappe und Motorhaube zugleich. So, ist noch was da? Fenster? Ein Regal steht hier noch. Und ein Fenster. 2 sogar. Besser als nichts. Und da ist schon das Ziel. Wenn ich jetzt um die Kurve fahre. Da hinten.
Seht ihr es schon kommen? Ich springe jetzt nicht, ich fahre unten lang. Boah, 301 Sache. Neuer Rundenrekord. Ja, speichert es wieder nicht bei mir. Aber mit Abstand die schnellste Runde. Mit Abstand, sage ich euch. Nur 200 durch 2 Slams. Aber Platz 1, darauf kommt es an. Jetzt kommt diese Strecke und ich wechsle schnell den Wagen. Ab in die Werkstatt. Und den Canyon eingepackt. Ist das einfach bloß das Startprozedere, warum Martinez so schnell ist? Weil der Wagen hat jetzt plus 7, 8 und ich hab gerade nicht bis zum Ende geguckt. Da habe ich gesehen, die ist ja richtig gut weggezogen. Das hängt dann wohl vom Fahrer ab. Ich glaube, wir haben das ja schon mal durchgekaut hier, dass alles auf Höchststand getrimmt ist. So sieht's auch aus. Und hinten ist nichts mehr mit Beschleunigung. Von daher wird das wohl einfach nur fahrerisches Können sein. Und ich den Start einfach nur verschlafen habe. Zwei Runden auch hier, die nehmen wir mit. Und los. Nicht zuhören, Papa Roach sagt es uns. Nitro. Ui. Au. Wie sieht denn das jetzt wieder aus? Ey, da kann ich gleich wieder in die Werkstatt fahren. Meine Mechaniker können sich auch nicht über Arbeit beschweren. Nicht über zu wenig Arbeit, über Arbeit schon eher. Au. Ich sehe nichts durch meine Motorhaube, die hier rumfliegt. Nein! Ah, böse! Oh ne, der Wagen qualmt schon. Und das noch in der ersten Runde. Was steht die denn hier so blöd rum? Und dann noch wer? Katie Jackson hat schon ein Rad verloren. Die rechte Seite sieht ja immer schlimmer aus. Die linke noch ganz gut, obwohl schon die Fahrertür fehlt. Aber ich muss nach vorne. Oh, Silly Taylor ist schon Schrott. Denn es kommt schon die letzte Runde. Das ist der Cup mit den ganzen Rennen auf nur 2 Runden gesehen. So, weg da. Sprung und Nitro her. Fast voll. Wagen noch kontrolliert. Ganz gut, muss ich zu mir selbst sagen. So, jetzt kürze ich hier mal etwas ab. Etwas ist gut. Au! Bin ich doch noch hängen geblieben und der Wagen qualmt jetzt schon deutlich her. Oh, und da klappert es auch schon. Allzu lange bleiben die 4 Räder nicht mehr dran. Von daher etwas zurückhalten. Nach nicht mal mehr ganz 2 Runden habe ich den Wagen schon fast zerlegt. Hier steht jetzt der Taylor. Und bremsen und links einlenken, links in die Kurve rein und wieder raus mit Nitro. Und der Sieg ist mein. Finish. Au, gar nicht gut für den Wagen. Schnellste Runde und ich wurde geschrottet. Allerdings erst nach dem Rennen, nach Startziel. So, was kommt jetzt? 6 Punkte kommen erstmal Vorsprung. Eine Rennstrecke. Gut. Dann ab in die Werkstatt, rein in den Bullet GT. Wie sieht denn Geld aus? Da kann ich wieder was kaufen. So, Auspuff haben wir ja gesagt, war das letzte, wo wir stehen geblieben sind. 3500, Beschleunigung steht auf 9,0. Zu teuer. Und hier wird es nicht anders sein. Ich glaube, wir haben auch schon alles. Ne, nicht ganz. 1800. Und hier hinten noch was. 22.000 und maximale Geschwindigkeit von 9,5. Eieiei. Erstmal den Brennstoff- und Filterersatz. Damit muss ich mich begnügen. Und hinein ins Rennen. Allerdings, ja, kleiner Cliffhanger. Wir sehen das in der nächsten Folge. Ob ich auch diesen Cup mit Gold gewinne. Jetzt gegen Ende kommt mir noch irgendwas in den Hals hier. Also abonniert mich, dann verpasst ihr nicht das Finale von Flatter 2. Schaltet wieder ein. Bis dahin. Tschö.